Ja, hallo, ich bin Martin Schirdemann und wir hatten heute als Linksfraktion im Europäischen Parlament beantragt, dass eine Debatte zu den rassistischen Morden, die sich in Hanau ereignet haben, abgehalten wird im Europäischen Parlament. Leider kann diese Debatte aufgrund der aktuellen Ereignisse um die Corona-Epidemie nicht stattfinden, aber ich möchte euch die Rede, die ich vorbereitet habe, trotzdem zur Kenntnis geben. Ferhat Ünver, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Said Nessa El Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Vili Viorel Paun. Das sind die Namen der Opfer der rassistischen Morde in Hanau. Ihrer gedenken wir hier heute. Diese Menschen wurden nicht ermordet, weil sie oder ihre Familie eine Migrationsgeschichte hatten. Sie wurden ermordet, weil der Täter ein Rassist war und weil der Rassismus eine mörderische Ideologie ist. Und auch wenn es derzeit so aussieht, als hätte der Täter allein gehandelt, so war er doch kein Einzeltäter, so wie es uns auch hier im Europäischen Parlament manche glauben machen wollen. Diese abscheuliche Tat reiht sich ein in all die rechtsextremistischen Terrorakte der letzten Jahre. Wir denken an den antisemitischen Anschlag in Halle, an den Mord an dem konservativen Politiker Walter Lübcke, an die Terrorserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. So schätzt man, dass allein in Deutschland seit 1990 200 Menschen von Rechtsextremen getötet wurden. Die Recherchen von Journalistinnen und Journalisten zeigen, reichen deren Strukturen bis in die Sicherheitsorgane in Deutschland. Immer wieder werden Rechtsextreme enttarnt, die bei der Polizei, bei den Geheimdiensten oder der Armee tätig sind. Immer wieder werden rechtsterroristische Netzwerke aufgedeckt und täuschen wir uns nicht. Die geistigen Brandstifter dieser abscheulichen Taten sitzen auch in diesem Haus, versteckt hinter ihren kleinen Fähnchen. People of Color, Jüdinnen und Juden, Leute, die sich in der Öffentlichkeit gegen Rechte stellen, fühlen sich nicht mehr sicher in Deutschland und in vielen Ländern der Europäischen Union. Ich erwarte, dass wir hier heute das klare Signal senden, dass der Kampf gegen den rechten Terror, gegen Rassismus, Antisemitismus und gegen die Ideologie der Rechten mit aller politischen Macht der Demokratie geführt wird.